Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich den Lesemonat vom Monat April für euch. Insgesamt wurden es 1, 2, 3, 4, 5 Bücher. Ich kann damit auch quasi eine weitere Reihe abschließen von meinen ganzen offenen Reihen. Aber ich habe auch eine neue Reihe gestartet, beziehungsweise eigentlich kann ich zwei Reihen abschließen, aber dazu müsste ich erst bei dem einen Band eins lesen. Also es ist kompliziert. Ich werde es euch erklären. Und zwar habe ich nämlich von Heather G. Harris Glimmer, Tod einer Nymphe gelesen und dachte, das wäre ein Einzelband. Und habe da angefangen zu lesen und es war absolut nichts verwirrend. Und nachdem ich das Buch beendet habe, hat mir jemand aus der Community geschrieben, das hier ist der zweite Band der Reihe. Ich dachte so, okay, das ist mir beim Lesen tatsächlich nicht aufgefallen, weil alle, sag ich mal, spoilernden Informationen von Dingen, die in Band 1 passiert sind, hier so belanglos nebenbei erklärt wurden, dass ich dachte, okay, das ist einfach der Stil der Autorin, Informationen über die Welt und Co. einfach so in so einem Nebensatz verpackt zu erklären. Fand ich aber richtig gut, es war alles super verständlich und ja, mir ist tatsächlich bis zum Beenden des Buches und auch darüber hinaus nicht klar gewesen, dass es sich um einen zweiten Band einer Reihe handelt. Alle Charaktere waren super erklärt oder dargestellt und auch die Entwicklung, die die Charaktere mitgemacht haben, hat man gesehen. Also es hat für mich gar kein Punkt darauf hingedeutet, dass das nicht der erste Band der Reihe war. Ich weiß nicht, ob das allgemein geplant war von der Autorin, dass man die Bände unabhängig voneinander lesen kann, weil es sich eben um Kriminalfälle handelt. Ich werde euch gleich noch erzählen, um was es überhaupt geht. Aber dieser Punkt hier war mir jetzt gerade sehr, sehr wichtig. Lag mir auf dem Herzen. Ja, es gibt ja so Bücher, bei denen einfach in jedem Band ein neuer Fall aufgedeckt wird oder gelöst wird und man einfach den Darsteller und den Hauptprotagonisten schon ewig kennt. Ja, hier hatte ich auch nicht das Gefühl, dass mir irgendwas fehlt. Es war wirklich sehr, sehr witzig, als dann jemand aus der Community geschrieben hat, Tod einer Nymphe ist der zweite Band der Reihe? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Aber jetzt die wichtige Frage, um was geht es in der Reihe überhaupt? Wir begleiten Privatermittlerin oder Privatdetektivin Jinx. Sie wird auf einen Fall angesetzt, bei dem eine Baumnymphe getötet wird, wie auch der Titel schon verrät. Und sie beginnt zu ermitteln. Sie hat nur ganz, ganz wenige Hinweise und klappert da so ein paar verdächtige und auch neue Hinweise ab. Also ich meine, ich muss euch nicht erklären, wie so ein Kriminalroman aufgebaut ist. Die einzige Besonderheit hier ist einfach, dass es sich um fantastische Wesen handelt wie Nymphen oder ja, dass sie einen Höllenhund als Haustier hat. Also ja, es ist halt einfach ein Kriminalroman, der ja spezielle Wesen beinhaltet. Die Charaktere sind echt mega, mega witzig. Also gerade Jinx und ihren Höllenhund finde ich so unterhaltsam. Und es war auch nicht so, dass man quasi von Hinweis zu Hinweis gesprungen ist, sondern es hat sich wirklich schön entwickelt. Es wird noch eine kleine, minimale Liebesgeschichte eingebaut, die allerdings nicht irgendwie die ganze Geschichte überlagert. Ich werde auf jeden Fall Band 1 auch noch lesen, um einfach zu sehen, okay, welche Informationen hat man zu Beginn von Band 1 zum Beispiel noch nicht gewusst, was im Laufe des ersten Bandes dann aufgelöst wird. Hier ist es zum Beispiel so, dass es verschiedene Parallelwelten gibt und das war für mich auch total verständlich und hat auch Sinn gemacht und im Nachhinein dachte ich mir so, okay, das ist wahrscheinlich ein Punkt, der in Band 1 erklärt wird, also dass sie quasi in der normalen Welt lebt und dann erst entdeckt, dass es diese Parallelwelten gibt. Ansonsten kann ich nur sagen, auch wenn es außerhalb meiner Komfortzone war, habe ich es unheimlich gern gelesen und ich glaube, ich habe auch 4 Sterne oder 4,5, ne, ich glaube, ich habe 4 Sterne dafür vergeben.
Ja, aber deshalb kann ich jetzt nicht sagen, dass ich eine neue Reihe angefangen habe und auch nicht, dass ich eine neue Reihe mit dem letzten Band beendet habe. Es ist ein bisschen kompliziert, deshalb lasse ich dieses Buch jetzt einfach mal ohne Wertung, was meine offenen Reihen angeht, da stehen. Lustigerweise habe ich beim Zusammensuchen meines Lesemonats festgestellt, dass ich diesen Monat alle 5 Bücher im Bereich Fantasy und Romantasy befinden. Also ich habe tatsächlich diesen Monat gar nichts im Bereich New Adult oder Liebesroman etc. gelesen. Aber das wird sich im Lesemonat Mai definitiv ändern. Da habe ich nämlich schon ein Buch beendet und das war tatsächlich im New Adult-Bereich. Ja, jetzt machen wir aber weiter mit dem nächsten Buch, das ich im Monat April gelesen habe, beziehungsweise eigentlich sind es zwei, nämlich habe ich Band 2 und Band 3 der Dark Sigils-Reihe gelesen. Band 2 habe ich, als es rauskam, schon mal gelesen, aber ich konnte mich tatsächlich absolut nicht mehr dran erinnern, was jetzt tatsächlich da zu 100% geschehen ist, beziehungsweise irgendwie hatte ich Lust, noch mal so ein bisschen Input zu haben, bevor ich mich in den finalen Band stürze, weil nämlich auch das Lesen von Band 1 damals länger her war, als der zweite dann rauskam und ich am Anfang ein bisschen verwirrt war, obwohl Anna es wirklich sehr gut macht und einem nochmal so eine kurze Zusammenfassung, so eine Seite-Zusammenfassung gibt, zeig's euch nochmal, was in Band 1 oder Band 2 passiert ist. Es gibt hier immer so eine Rückblickseite und da steht dann zum Beispiel, in Nova, in der Stadt außerhalb der Zeit, erfuhr Rain, Punkt, Punkt, Punkt. Also da wird nochmal richtig schön zusammengefasst. Manche Autoren machen das ja so, wie gesagt, wie bei Klimmer zum Beispiel, dass immer mal wieder so im Nebensatz so Brocken erwähnt werden, was in den Vorgängerbänden passiert ist. Aber Anna hat das richtig schön gemacht. Sie hat immer so eine Rückblickseite davor und erklärt eben, was, also hier in dem zum Beispiel, was in Band 2 geschehen ist und beim Band 2 zum Beispiel, was in Band 1 geschehen ist. Hier kann ich euch auch noch mal eine Charakterkarte zeigen, die habe ich zum Buch dazu bekommen. Das ist Adam und das ist Rain, unsere beiden Hauptprotagonisten. Ich denke, einige von euch werden die Reihe kennen, aber für alle anderen erkläre ich noch mal kurz, um was es geht. Wir begleiten Rain in Band 1, ich sage jetzt mal in Band 1, wir begleiten Rain. Sie ist ein Straßenkind oder ein, ja, nennen wir es einfach mal Straßenkind und schlägt sich mit ihrer besten Freundin Lilly so ein bisschen durch. Sie ist auch da am Weißen Haus und macht dann aber mit ihrer Freundin illegale Straßenkämpfe, nenne ich es mal so, mit leichten Sigils. Das sind so, ich nenne es mal kleine Schmuckstücke. Also es können Armbänder sein, es können eine Halskette sein, es kann eine Brosche sein. Und die verleihen einem eben verschiedene Kräfte. Und dann über diesen ganzen Sigils schweben eben diese Dark Sigils. Davon gibt es 7. Und diese 7 sind an bestimmte Trägerfamilien gebunden. Das heißt, Adam hat zum Beispiel Alios und Ethas, das sind die Schicksalswürfel. Und die wird in der Familie Tremblett eben, werden die immer weitergereicht. Das heißt, Adam hat sie von seiner Mutter und wird sie an sein Kind weitergeben. Und diese Dark Sigil-Träger, diese 7, leben im Mirror. Das heißt, es gibt die normale Erde und über der Erde schwebt quasi eine gespiegelte Stadt. Hauptsächlich spielt es in London und eben Mirror London. Und genau dort sitzen eben diese Dark Sigils-Träger oder die Anführer der, ja, Mirror-Städte. Adam wird zum Mirror Lord berufen. Seine Mutter war vorher die Mirror Lady und ist quasi dann so der Anführer der ganzen Chose. Und Rain hat ihr Leben lang auf der Erde gelebt und hatte mit diesen Dark Sigils 0,0 am Hut, bis sie eines Tages eins der Dark Sigils angelegt bekommt und erfährt, dass sie eben, ja, zu einer der Trägerfamilien gehört. Und zwar der, wie heißt sie denn? Ich habe es eben irgendwo gelesen. Der, wahrscheinlich war es bei der Rückblickseite. Die Familie Harwood.
Sorry Leute, ich hab's nicht mit Namen, das wisst ihr ja. Ja, und so nimmt das Ganze so ein bisschen seinen Lauf. Es kommen super viele Intrigen drin vor. Es kommen super viele Machtkämpfe darin vor. Es kommen Plot-Twists, die mich teilweise echt von den Beinen gerissen haben. Ich hab's teilweise auch als Hörbuch gehört und stand da beim Kochen und dachte so, okay, das hast du jetzt nicht kommen sehen. Und eine Freundin war zu Besuch und guckt mich so an. Was ist mit dir los? Sie hat halt die ganze Zeit hier mit Maler gespielt und kam dann nur mal kurz in die Küche, weil ich am Kochen war. Und hat mich gefragt, was mit mir wäre. Und das war eben gerade so eine Sequenz, wo ein riesen Plot-Twist kam. Und ja, man hat es mir wohl angesehen, dass ich etwas verwirrt war oder geschockt war oder whatever. Ich finde, die Reihe von Anna Benning ist unfassbar schön. Ich habe sie sehr gerne gelesen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich sie irgendwann nochmal lesen werde, weil sie sehr komplex ist und es für mich einfach ja sehr, sehr schön war zu lesen. Und trotz Jugendbuch-Genre es keinen kindischen Touch hatte. Ich habe jetzt auch vor, ihre Vortex-Reihe mal zu lesen. Die habe ich nämlich auch noch auf der Wunschliste und viele haben ja mit der angefangen. Ich habe es eben umgekehrt rum gemacht, aber ja, dann habe ich wenigstens noch was vor mir, auf das ich mich freuen kann. Dann habe ich ja gesagt, habe ich eine neue Reihe gestartet, beziehungsweise habe jetzt eine weitere neue offene Reihe auf meiner Liste zu verbuchen. Und zwar habe ich Curse of Shadows and Thorns, geliebt von meinem Feind, gelesen. Den Reihenauftakt der, ich weiß nicht, wie sie heißt, Reihe. Bei mir gibt es ganz viele, ich weiß nicht, wie sie heißt, Reihe. Aber mit Namen, ihr wisst, finde ich nicht so gut. Ich habe leider die Version ohne Buchschnitt bekommen, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Da sind einfach diese Blüten oder Blätter sind hier noch weitergegangen. Was ich hier zum Beispiel sehr, sehr cool finde, bevor ich jetzt was zum Inhalt sage, ist die Tatsache, dass jetzt im April, glaube ich, das hier rauskam. Im Juni kommt Band 2 und im August kommt schon Band 3. Das heißt, man muss am Ende des Buches gar nicht mehr so ewig warten, dass es weitergeht. Ich freue mich tatsächlich auch schon sehr darauf, wenn es weitergeht. Hab Band 2 auch direkt und Band 3 auch direkt auf meine Wunschliste gepackt. Aber ja, um was geht es in der Reihe überhaupt? Ich komme heute irgendwie immer von hinten ran. Also ich erzähle euch immer irgendwas zum Buch oder zu meinem Leseverhalten und dann komme ich irgendwie erst auf den Inhalt zu sprechen. Es tut mir leid, es ist heute ein bisschen, ja, anders als sonst, von daher seid's mir nicht böse. Um was geht es? Ja, wir begleiten Elise. Sie ist die zweite in der Thronfolge quasi. Ihre Schwester soll Königin werden. Das heißt, ihre Schwester wird wirklich rund um die Uhr bewacht und hat 1000 Pflichten, aber auch Privilegien und muss einfach gucken, dass sie für den Thron vorbereitet wird. Und Elise ist eben ja nur die Zweitgeborene. Das heißt, sie hat zwar nicht unbedingt viele Freiheiten, aber sie wird nicht so mit Argusaugen beobachtet. Dann heißt es irgendwann, okay, sie hat jetzt ein heiratsfähiges Alter, sie muss jetzt auch ihren Teil dazu beitragen, das Königshaus weiter leben zu lassen. Und dann heißt es, sie soll einen Ehemann finden. Und dazu wird quasi ein Heiratsvermittler, nenne ich es jetzt mal, engagiert, den sie auch schon kennt. Also da wird auch vorher schon gesagt, ach, der ist so heiß und plötzlich ist es ihr Heiratsvermittler. Da können wir uns ja schon ausmalen, wie das Ganze weitergehen wird. Es ist ja das Rad nicht neu erfunden worden. Aber es ist so ein Trope, das mir auch sehr gut gefällt. Verliebt in jemanden, den man nicht haben soll, nicht haben darf. Oder Anziehung zu jemandem, den man nicht haben darf. Ja, er stellt ihr mehrere Heiratskandidaten vor und die beiden zicken sich zwar am Anfang super oft an, aber irgendwann hat man so das Gefühl, da ist eine richtig schöne Freundschaft entstanden, aus der ja vielleicht auch unter anderen Umständen mehr entstehen könnte. Natürlich haben beide auch wieder Geheimnisse voreinander, die keiner wissen soll.
Legion Grey, so heißt dieser Heiratsvermittler, hat sogar noch viel, viel mehr Geheimnisse als Elise. Und es ist auch kein Zufall, dass die beiden sich über den Weg laufen. Viel mehr möchte ich dazu nicht sagen. Auf jeden Fall wird das Königreich bedroht und Elise muss sich entscheiden, auf welcher Seite sie steht. Es passieren Dinge, die ich tatsächlich auch nicht kommen sehen. Klar, es gibt so Charaktere, die mag man von Anfang an nicht, obwohl man sie eigentlich mögen sollte. Und da hat sich mein Bauchgefühl auch jedes Mal wieder bestätigt, dass ich diese Person einfach nicht mag. Auch wenn ich es sollte, laut Autorin. Also es wird schon gesagt, okay, die ist eine von den Guten oder der ist einer von den Guten. Und im Endeffekt ist es dann doch nicht so. Sowas lieb ich ja. Ja, viel mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen. Es ist eine coole Geschichte. Ich habe es super gern gelesen. Freue mich, wie gesagt, auch schon auf die Folgebände. Und bin gespannt, ja, wo uns die Reise hinführt. Kommen wir jetzt last but not least zum letzten Buch, das ich im April gelesen habe. Und zwar war das Melodie der Asche von der lieben Elia Adair. Ich habe das Buch vorab schon als E-Book gelesen und habe dann im Nachgang noch das Print-Exemplar bekommen. Vorab vielleicht, um jetzt dem Video treu zu bleiben, muss erwähnt werden, dass Elia das Cover selbst designt hat. Sie hat die ganzen Goodies, Charakterkarten etc., auch dieses Inlay oder wie es auch immer heißt, selbst designt. Also das sind zwei der Charaktere. Sie hat die Karte selbst gemacht. Sie hat wirklich alles, was optisch gesehen und was auch vom Text her gesehen da drin stattfindet, selbst designt oder eben geschrieben, macht ja Sinn als Autorin. Und das finde ich unheimlich bewegend. Sie ist Lektorin, sie ist Autorin, sie ist Designerin, Illustratorin, Künstlerin. Und es hätte mich auch tatsächlich nicht gewundert, wenn sie das Ganze im Alleingang, im Self-Publishing durchgezogen hätte. Aber sie hat im Knauer Verlag einen Verlag gefunden, der ihr Buch Baby auf den Markt bringt. Und das hat mich sehr, sehr gefreut, weil ich sie auch unheimlich sympathisch finde und super gerne mag. Sie ist ein ganz, ganz zauberhafter Mensch und deshalb war ich auch sehr froh, als sie mich darum gebeten hat, Teil ihres Teams zu werden. Und ja, auch nochmal von ihr, vielen, vielen Dank, dass ich diese Ehre habe. Also das ist jetzt auch nicht irgendwie geschleimt oder sonst was, aber ich habe mich hier tatsächlich sehr doll drüber gefreut, weil ich sie auch schon sehr, sehr lange auf Instagram verfolge. Ja, und dieses Buch ist tatsächlich ein Buch, das ich kaum in Worte fassen kann, weil es so völlig anders ist als Bücher, die ich bisher gelesen habe. Klar, es ist Fantasy und klar, es ist Romance drin, es ist Action drin, es ist blutige Schlacht und Intrigen und Machtkämpfe und alles drin. Aber es ist auch so ein Buch, das der Gesellschaft so ein bisschen den Spiegel vor die Nase hält, ohne ihr den Mittelfinger zu zeigen. Ich würde es zumindest jetzt einfach mal so ausdrücken. Es spielt in einem Land, das von einem großen Schah quasi malträtiert wird. Also der hat so die Gewalt über das ganze Land und hat das alles unter seiner Fuchtel. Überall finden Kriege und Schlachten statt und eigentlich wollen die Menschen nur frei sein und das ist auch ein wichtiger Punkt im Buch. Ja, was bedeutet Freiheit und was ist man bereit zu tun, um sie zu erlangen? Wir haben drei Hauptprotagonistinnen, das wäre einmal Laudam. Er ist der Sohn eines Armeegenerals und soll auch auf die Schlachten vorbereitet werden und soll auch in seine Fußstapfen oder in die Fußstapfen seines Vaters treten, aber eigentlich möchte er das gar nicht und arbeitet insgeheim mit den Rebellen zusammen. Dann haben wir Valen, der vor einigen Jahren das Erinnerungsvermögen verloren hat durch einen Unfall. Also er wurde an Land gespült und wurde da von einem alten Fischer gefunden, der ihn bei sich aufgenommen hat. Er weiß nicht mehr, wer er war. Er weiß nur noch, wie sein Name war, aber mehr auch nicht. Und dann haben wir noch Kalyan, der ein großer Magier ist, der sehr gut im Umgang mit Magie eben ist. Und
alle drei haben so ihre Beweggründe zu agieren und zu handeln. Und man erfährt nur so nach und nach, wie arg ihre Schicksale doch miteinander verwoben sind. Also ich muss auch tatsächlich sagen, am Anfang fiel es mir etwas schwer, in die Geschichte reinzukommen, weil wir eben die Kapitel aus Sichten aller drei Protagonisten haben. Wir haben super, ich sage jetzt mal, komplizierte Namen, sei es jetzt Charakternamen oder auch Städte oder Länder. Das erstmal alles so in meinem Kopf zu sortieren, wenn dann ständig die Protagonistinnen wieder wechseln, also es sind dann nicht zwei, sondern drei, und bei allen drei gibt es noch super viele Leute außenrum. Und das fiel mir am Anfang tatsächlich ein bisschen schwer, das alles zuzuordnen, bis man dann im Buch voranschreitet und man so manche Zahnräder ineinander übergehen sieht und denkt, ah, okay, das passt so und so zusammen. Also so ging es mir ganz, ganz lang im Buch und eigentlich fast bis zum Ende, nur dass ich am Ende eben verstanden habe. Ich würde es tatsächlich jetzt auch gern nochmal lesen mit dem Hintergrundwissen, ob ich Dinge, die am Anfang geschrieben wurden, dann vielleicht einfach nur verpasst habe, weil ich es noch nicht wusste. Es ist eine queere Thematik, was ich auch nochmal sehr, sehr schön fand zu lesen. Und eine Szene gab es in dem Buch relativ weit am Anfang. Ich habe mir da auch ein Lesezeichen reingemacht, weil ich sie so schön fand. Da sitzen Laudan und Valen auf der Klippe und es passiert eigentlich gar nicht viel. Aber Ella hat es geschafft, diese Szenerie so bildgewaltig und emotionsgeladen einzufangen. Obwohl nichts passiert, stand mein ganzer Körper irgendwie unter Strom, weil ich es so schön fand, diese Szene zu lesen. Und da werde ich vielleicht auch mal nochmal einen extra Post zu machen. Da muss ich sie mal fragen, ob ich das darf, ob ich so ein paar Zeilen posten darf oder so auf Instagram. Weil ich es einfach unfassbar schön fand. Ich muss mich fragen, ob es da vielleicht auch eine Illustration dazu gibt, zu dieser Szene. Die hat jetzt keinen großen Mehrwert für das Buch, aber für mich hatte sie einen großen Mehrwert, um den Charakteren näher zu kommen. Und das, ja, macht für mich auch immer ein gutes Buch aus. Also ich kann es jedem Fantasy-Fan ans Herz legen. Es ist ein schwererer Einstieg, aber am Ende lohnt es sich auf jeden Fall. Ihr Lieben, das waren alle Bücher, die ich im Monat April gelesen habe. Es waren nur 5. Ich meine, für mich ist das tatsächlich nicht so viel, wenn man mal bedenkt, was ich sonst immer lese. Aber wenn man bedenkt, dass ich aktuell in einer Leseflaute stecke, ist es dann doch wieder sehr viel. Ja, also ich möchte euch da jetzt gar keinen Druck machen. Jeder liest so schnell er kann, so viel er kann, so wenig er kann, so viel er möchte, so wenig er möchte. Ich möchte da wirklich niemandem irgendwie zu nahe treten oder sagen, was, du liest nur ein Buch? Oh mein Gott. Im Endeffekt hast du ein Buch gelesen. Punkt. Und das ist auch sehr, sehr löblich. Ja, was ich damit sagen möchte, es waren 5 Bücher diesen Monat. 5 Bücher, die mich auch begeistert haben. Also es war absolut kein Flop dabei. Ich werde definitiv noch auf Instagram auf das ein oder andere Buch eingehen, weil ich da ein bisschen Redebedarf habe. Ansonsten würde ich mich jetzt von euch verabschieden. Das war's von mir. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Habt's fein und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss!